Die Affäre Winkelmann. Hörspiel von Rolf Schneider. Am 10. Juni 1768, einem Freitag, empfängt Antonello, Graf von Frankolsberg, kaiserlich-königlicher Statthalter in der österreichischen Hafenstadt Triest, den städtischen Bargello, das ist Polizeihauptmann, Giovanni Zanardi. Nehmen's Platz, Bargello. Ich habe Sie gebeten, dass Sie in dem Ruf stehen, ein überaus fähiger Polizist zu sein. Übrigens, auch Ihr Deutsch soll recht gut sein. Meine Mutter kommt aus der Steiermark, mein Vater ist Italiener, ich bin in beiden Sprachen aufgewachsen. Vor 3 Tagen, Bargello, hat es hier eine grausige Bluttat gegeben. In der Osteria Grande an der Piazza San Pietro. Ich weiß. Sie wissen? Seit heute. Ich war in Familiendingen unterwegs. Einer meiner Männer ist mit den Ermittlungen befasst, Sergeant Gabelli. Das Mordopfer heißt Winkelmann. Johann Joachim Winkelmann. Ein Deutscher. Der Name sagt Ihnen nichts? Nein. Signor Winkelmann war eine Berühmtheit. Er hat sich um Zeugnisse der Vergangenheit gekümmert. Er hat in der Erde gegraben. Er hat Statuen ans Licht geholt. Er hat erforscht, wie es um die Kunst unserer Vorfahren stand. Unsere Stadt ist eine Gründung des großen Cäsar. Der Cheste war einmal eine reiche römische Kolonie. Ist mir bekannt. Signor Winkelmann war eine Leuchte der europäischen Wissenschaft. Dass er einer Mordtat zum Opfer fiel, ist eine Tragödie. Dass es hier in Triest geschah, muss uns erschüttern. Es verpflichtet uns, die Angelegenheit mit aller Sorgfalt zu behandeln. Ich verstehe. Auch wen, weiß ich, ist daran interessiert. Ich möchte, Bargello, dass Sie die Nachforschungen übernehmen. Arbeiten Sie zügig, die Ergebnisse gehen direkt an mich. Ich kann mich auf Sie verlassen. Aber ja. Bargello Zanardi verlässt die Statthalterei. Der Tag draußen ist sonnig und warm, die Gassen sind voll von Menschen. Der Bargello geht vorüber an Eselkarren, an Marktständen, an bettelnden Kindern. Im Hafen läuft eben ein Viermaster ein. Der Bargello geht bis zur Osteria Grande. Er trifft deren Wirt. Ich betreibe die Osteria seit 20 Jahren. Anwesend ist außerdem eine der Mägde. Ich bin seit 12 Jahren hier. Berichten Sie. Die Bluttat unter meinem Dach bekümmert mich tief. Sie hat unendlich viel Aufregung verursacht. Und natürlich hat sie den Ruf meines Unternehmens beschädigt. Wer begibt sich schon gerne in ein Mörderhaus? Wer will dort speisen oder gar nächtigen? Ja, ja. Dabei kam alles völlig überraschend. Und es war keinesfalls vorauszusehen. Keinesfalls. Wie fing das alles an? Am 1. Juni. Ja, vorigen Mittwoch. Ein angenehmer Tag, Sonne, sanfter Wind, am Himmel kaum Wolken. Ja, und? Gegen Mittag traf die Postkutsche aus Görz ein. Von den Passagieren stieg nur einer aus. Er hatte reichlich Gepäck. Ein sehr vornehmer Mensch. Ich habe ihm mein bestes Zimmer gegeben. Nummer 10. Ja, Zimmer 10. Er hat mir seinen Namen genannt. Es war ein deutscher Name. Winkelmann. Ich habe ihm gesagt, dass Deutsch meine Muttersprache ist. Ich stamme aus Olmütz in Mähren. Es hat ihn nicht interessiert. Er hat sich bloß nach den Essenszeiten erkundigt und hat noch gefragt, wie er am schnellsten zu einer Passage nach Venedig kommt. Wir haben ihm gesagt, dass wir ihm da nicht viel helfen können. Das Beste sei, er ginge zum Hafen und erkundige sich dort. Hat er das getan? Ich denke, ja. Er hat sich rasch mit einem anderen Gast angefreundet. Signor Arcangeli war sein Zimmernachbar. Zimmer 9. Ja, Zimmer 9. Die beiden waren fortwährend zusammen. Sie haben viel geredet. Und viel gelacht. An der Tafel haben sie nebeneinander gesessen. Sie sind gemeinsam fortgegangen und gemeinsam zurückgekehrt. Und plötzlich hatte es Signor Winkelmann mit seiner Reise nach Venedig nicht mehr eilig. Ich weiß von mindestens einem Schiff, das dorthin abgelegt hat in der Zeit, als er unser Gast war. Ich habe nichts gesagt. Es ging mich ja nichts an. Mir kann es nur recht sein, wenn jemand möglichst lange bei mir wohnt. Wie ist er gestorben? Das war am Montag? Gegen Mittag. Ja. Der Padrone stand in der Diele. Ja, ja. Ich selber war auf dem Weg in die Küche. Da sehe ich auf der Treppe zum Oberstock. Nein, es war schrecklich. Schrecklich, ja. Signor Winkelmann wollte hinuntergehen. Es schwankt. Er drückte die Hände gegen den Bauch, als könne er damit etwas aufhalten, als sei er nur am Bauch verletzt. Doch er blutete auch sonst. Aus der Brust, aus den Seiten. Auf der 2. Stufe von oben brach er zusammen. Ich schrie ganz laut.
Wir sind die Stufen hinaufgerannt, wir haben den Mann aufgehoben, ich und ein Kellner. Ich habe einen Arzt geholt vom... Wir haben ihn in sein Zimmer gebracht. Vom Ospedale Santo Spirito. Und auf das Bett gelegt? Er nahm gleich seine Tasche und ist mir gefolgt. Als er hier war, hat er eine Schere genommen und Senior Winkelmann die Kleidung aufgeschnitten. Der war bei Bewusstsein? Nein! Weil der Arzt das verlangt hat, habe ich eine Schüssel mit heißem Wasser geholt. Der Arzt hat dann die Wunden gesäubert. Nach einer... Viele Wunden? Ja, sehr viele. Nach einer Weile hat der Mann die Augen aufgeschlagen und er hat mit dem Arzt geredet. Worüber? Tja, das... Ich habe nichts verstanden. Ich habe einen Priester geholt, der Arzt hat es so verlangt. Ich bin zur Kathedrale San Giusto gelaufen. Ich bin auf einen Kaplan getroffen, der ist sofort mit mir gekommen. Pater Bosizio, ich kenne ihn. Und? Als er hierher kam, war Signor Winkelmann bei Bewusstsein. Er hat seine Beichte abgelegt, er hat die Absolution bekommen, dann fing er zu diktieren an. Wie bitte? Ja, ich habe das Schreibzeug besorgt. Es ging um das Testament. Der Pater hat es aufgesetzt. Ich habe so viel verstanden, dass der Signor seinen Besitz vermacht hat an jemanden in Rom. Er ist dann wieder bewusstlos geworden. Er hat sich aufgebäumt. Zweimal. In seinem Mund war eine Art Wimmern. Dann war er tot. Ich habe angefangen, den Boden zu wischen. Es lag viel Blut auf den Dielen. Teilweise war es schon trocken. Viel geredet. Und viel gelacht. An der Tafel haben sie nebeneinander gesessen. Sie sind gemeinsam fortgegangen und gemeinsam zurückgekehrt. Und plötzlich hatte es Signor Winkelmann mit seiner Reise nach Venedig nicht mehr eilig. Ich weiß von mindestens einem Schiff, das dorthin abgelegt hat in der Zeit, als er unser Gast war. Ich habe nichts gesagt. Es ging mich ja nichts an. Mir kann es nur recht sein, wenn jemand möglichst lange bei mir wohnt. Wie ist er gestorben? Das war am Montag? Gegen Mittag. Gegen... Ja, der Padrone stand in der Diele. Ja. Ich selber war auf dem Weg in die Küche. Da sehe ich auf der Treppe zum Oberstock. Nein, es war schrecklich. Schrecklich, ja. Signor Winkelmann wollte hinuntergehen. Es schwankt. Er drückte die Hände gegen den Bauch, als könne er damit etwas aufhalten, als sei er nur am Bauch verletzt. Doch er blutete auch sonst. Aus der Brust, aus den Seiten. Auf der zweiten Stufe von oben brach er zusammen. Ich schrie ganz laut. Wir sind die Stufen hinaufgerannt, wir haben den... Seit heute. Ich war in Familiendingen unterwegs. Einer meiner Männer ist mit den Ermittlungen befasst, Sergeant Gabelli. Das Mordopfer heißt Winkelmann. Johann Joachim Winkelmann. Ein Deutscher. Der Name sagt Ihnen nichts? Nein. Signor Winkelmann ist, er war eine Berühmtheit. Er hat sich um Zeugnisse der Vergangenheit gekümmert. Er hat... in der Erde gegraben, er hat Statuen ans Licht geholt. Er hat erforscht, wie es um die Kunst unserer Vorfahren stand. Unsere Stadt ist eine Gründung des großen Cäsar. Der Cheste war einmal eine reiche römische Kolonie. Ist mir bekannt. Signor Winkelmann war eine Leuchte der europäischen Wissenschaft. Dass er einer Mordtat zum Opfer fiel, ist eine Tragödie. Dass es hier in Triest geschah, muss uns erschüttern. Es verpflichtet uns, die Angelegenheit mit aller Sorgfalt zu behandeln. Ich verstehe. Auch wen, weiß ich, ist daran interessiert. Die Affäre Winkelmann. Hörspiel von Rolf Schneider. Am 10. Juni 1768, einem Freitag, empfängt Antonello, Graf von Frankolsberg, kaiserlich-königlicher Statthalter in der österreichischen Hafenstadt Triest, den städtischen Bargello, das ist Polizeihauptmann, Giovanni Zanardi. Nehmen Sie Platz, Bargello. Ich habe Sie gebeten, dass Sie in dem Ruf stehen, ein überaus fähiger Polizist zu sein. Übrigens, auch Ihr Deutsch soll recht gut sein. Meine Mutter kommt aus der Steiermark, mein Vater ist Italiener, ich bin in beiden Sprachen aufgewachsen. Vor 3 Tagen, Bargello, hat es hier eine grausige Bluttat gegeben. In der Osteria Grande an der Piazza San Pietro. Ich weiß. Sie wissen? Richtigen. Ja. Dabei kam alles völlig überraschend. Und es war keinesfalls vorauszusehen. Keinesfalls. Wie fing das alles an? Am 1. Juni. Ja, vorigen Mittwoch. Ein angenehmer Tag, Sonne... sanfter Wind, am Himmel kaum Wolken. Ja, und? Gegen Mittag traf die Postkutsche aus Görz ein. Von den Passagieren stieg nur einer aus. Er hatte reichlich Gepäck. Ein sehr vornehmer Mensch. Ich habe ihm mein bestes Zimmer gegeben. Nummer 10. Ja, Zimmer 10.
Er hat mir seinen Namen genannt. Es war ein deutscher Name. Winkelmann. Ich habe ihm gesagt, dass Deutsch meine Muttersprache ist. Ich stamme aus Olmütz in Mähren. Es hat ihn nicht interessiert. Er hat sich bloß nach den Essenszeiten erkundigt und hat noch gefragt, wie er am schnellsten zu einer Passage nach Venedig kommt. Wir haben ihm gesagt, dass wir ihm da nicht viel helfen können. Das Beste sei, er ginge zum Hafen und erkundige sich dort. Hat er das getan? Ich denke, ja. Er hat sich rasch mit einem anderen Gast angefreundet. Signor Arcangeli war sein Zimmernachbar. Zimmer 9. Ja, Zimmer 9. Die beiden waren fortwährend zusammen. Sie haben... Passiert. Ich möchte, Bargello, dass Sie die Nachforschungen übernehmen. Arbeiten Sie zügig. Die Ergebnisse gehen direkt an mich. Ich kann mich auf Sie verlassen. Aber ja. Bargello Zanardi verlässt die Statthalterei. Der Tag draußen ist sonnig und warm. Die Gassen sind voll von Menschen. Der Bargello geht vorüber an Eselkarren, an Marktständen, an bettelnden Kindern. Im Hafen läuft eben ein Viermaster ein. Der Bargello geht bis zur Osteria Grande. Er trifft deren Wirt. Ich betreibe die Osteria seit 20 Jahren. Anwesend ist außerdem eine der Mägde. Ich bin seit 12 Jahren hier. Berichten Sie. Die Bluttat unter meinem Dach bekümmert mich tief. Sie hat unendlich viel Aufregung verursacht. Und natürlich hat sie den Ruf meines Unternehmens beschädigt. Wer begibt sich schon gerne in ein Mörderhaus? Wer will dort speisen oder gar nicht?